Das war klar. Someone's here. Doesn't look very friendly. Achte darauf, dass der Geist dich nicht sieht oder hört. Du machst weniger Lärm, wenn du kriechst. Wenn dich der Geist sehen sollte, lauf weg und finde ein Versteck. I should look at the map for some hints. Maybe it will tell me where Gilman left the other notes. Ich hasse Sachen, wo ich wegrennen muss. Oh, hallo. Bin ich da? Ich will hier rein. Ich weiß es nicht. Noch mehr römische Ziffern. Ich wette, sie haben etwas mit den Markierungen in den Minen zu tun. Ach. Ich habe herausgefunden, dass es in den Monaten vor dem Unfall zweifelsfrei einen Konflikt zwischen dem alten Hyde und Whitehead gab, der eskalierte. Beide waren nicht gerade Unschuldslämmer. Hyde war für seinen Jähzorn bekannt. Einmal warf er einen unzufriedenen Gast einfach aus dem Gasthaus. Ganz zu schweigen davon, dass er seinen Sohn Nicholas immer wieder misshandelt hat. Oft vor anderen Leuten. Whitehead hingegen war aufbrausend und brachte andere leicht gegen sich auf. Es gibt einige Hinweise darauf, dass er Bergleute bedrohte, die er für faul hielt. Außerdem behauptet ein ehemaliger Freund von Whitehead, dass er zusammen mit den Richter sowohl das Gasthaus als auch die Mine übernehmen wollte und sogar den Sohn seines Partners, dem jungen Nicholas, zu diesem Zweck einspannen sollte. Schreib mir die Zahlen mal auf. Ach, Gottchen. IX, VII, VIII. Walter thought my father killed his partner in order to get his shares. But the explosion was accidental. After all, the mine brought in more income than the inn, which often remained empty. However, the detective didn't have hard evidence, only circumstantial. No. Und natürlich gammelt der Geist immer dort rum, wo wir sind. Er kommt doch gleich wieder. Dankeschön. Aber ich habe hier mein schlaues Büchlein. Alles gut, aber danke. Oh, hi. Ich hasse dieses Spiel. Es ist kein Horror. Wenn man sich die ganze Zeit kriechend fortbewegen muss. Oh, wird durch die Wand schlägt, ja. Cheater. Ganz genau, Cheater. Oh. I don't like anymore. Okay, ich muss da zurück und dann nach links. Zurück und links. X. XI, noch falsch. Andere Seite.
8. Nie X bei. Ja, ich laufe jetzt gerade einfach nur rum, weil. Dinge. Dann 7 und 8, ne? Ja. Hätten die da nicht ein Ding hinmachen können? Da lang. 7. Ah, das war nur die 7. Teufelficke. Aber nochmal EX. 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 Bäh. Nope. Nope. Can't see me. Bin zu schnell für dich. Okay, ich renne jetzt einfach. Oh, das war jetzt die X. Dann in die 7. Nee. Und dann dahinter in die 8. Bitteschön. Oh, nimm die Nummer. Bitte. Please. Dankeschön. Sicher. Even death fails to grant an escape for some. Ich finde das schon. Irgendwie finde ich das. Ich will einfach nur raus. Ich bin eh schneller als der Kerl. Hi. You don't see me. Bin ich da? Ich lese mal. Mein Vater war außer sich, als er erfuhr, dass sein Partner zu dem Opfer gehörte. Einige behaupten sogar, er habe ihn loswerden wollen und endlich seinen Willen bekommen. Freitag, 25. Oktober 1850. Vier Tote durch Explosion in Mine. Bezüglich des Unfalls, der ausführlich in der letzten Ausgabe dieser Zeitung besprochen wurde, sind neue Erkenntnisse an die Öffentlichkeit gedrungen. Die Explosion in der Caroline Mine, Blackstone, New Hampshire, kostete nicht allen drei Bergarbeitern, sondern auch einem der Eigentümer des Unternehmens, George Whitehead, das Leben. Jacob Hyde, der zweite Eigentümer, lehnte es ab, mit Journalisten zu sprechen. Er veröffentlichte einzig und allein eine kurze Erklärung, in der er den Familien der Opfer sein Beileid aussprach. Ey. Kazu, hallöchen. Ja, ey, wir sind schon in Kapitel 8.
Ciao. Wir rennen gerade vor Geistern mit Äxten weg. Okay. 17, 13, 14. Klingt so spannend. Es waren Gott sei Dank nur 10 Kapitel. Nur 10. Gott sei Dank. Maria, die Witwe. Maria, die Witwe einer der Bergarbeiter, hat mir einen Brief geschrieben. Sie behauptet, das Geheimnis der Familie Hyde zu kennen und ist gewillt, es mit mir zu teilen. Angeblich würde das Wissen alles für immer verändern. Zumindest ist sie davon überzeugt. Sie sagt, dass sie seit Jahren versucht hat, die Aufmerksamkeit des Sheriffs und anderen Würdeträgern zu gewinnen, dass man sie jedoch abgewiesen hat, weil sie angeblich von Trauer ausgelöste Wahnvorstellungen hätte. Ich treffe mich heute persönlich mit ihr. Ich hoffe, dass ich mithilfe ihrer Geschichte dafür sorgen kann, dass Jacob Hyde angeklagt wird. Der Mistkerl sollte in einer Zelle verrotten. Ja, mein Bauchgefühl sagt mir, dass dies der Fall ist, der meinen Namen in diese Schlagzeilen bringen wird. Eine gepeinigte Witwe, ein käuflicher Sheriff, ein gieriger Minenbesitzer, der auch vor Verbrechen nicht zurückschreckt. Ich habe mein ganzes Leben lang auf eine solche Chance gewartet. The detective was eager to make it big on the tragedies that took place in Blackstone. Was war's? 17, 13, 14. Slipping away from him. Hallo. Maria seemed to know the whole story. She mentioned some secret. Junge, halt die Fresse. Something that could change everything, bring us down forever. What could she mean? Did she know something that even? Der Kerl regt mich tierisch auf. Ich krieg das schon hin. Ich finde das schon. Einfach rennen. Ich will hier raus. Ja. Merkt man das? Junge, verpiesel dich. No one like you. Okay. 17. Ich muss da lang. Ich warte, bis der da wieder rumgeht. Dann renne ich. Dreizehn, vierzehn doch. Erschreck mich nicht von hinten! Mann! Ist nicht nett. Hi. Ich glaube, das war nicht die 13. Sind doch 3.
Oh. Alright. Zieh lang. 13. Ich habe mich erschrocken. Sorry. Ich mich auch. Oh, come on. Muss ich nochmal durch die 17? Kann das sein? Morgen mal. Warum habe ich hier keine Karten? Bin ich nicht nett? Kommt er oder geht er? Er kommt. Siebzehn, dreizehn, vierzehn. Da und dann rechts, links. Bah! Hör auf damit! Scheiß Musik! Mann! Ah, danke. Ja. Problem, jetzt muss ich durch die 14. Wo war die nochmal? Es war zwar nicht die 14, aber ja. Der Horror hier nicht mehr rauszukommen und diese Gegner auf ewig zu spielen. Ich hab's Gott sei Dank geschafft. So. Kann ich jetzt in Ruhe wieder und so. Ich möchte nicht mehr. Die sind einsam. Die brauchen männliche Gesellschaft. Ja, sieht's. Hallo? Den irgendwie. So. Klar, man kann den nur ziehen. Das ist ein Ziehwagen. Schieben? Nee, geht nicht. Kann man nicht. Kann ich? Ich kann den echt nur ziehen.
Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich das schneiden werde. Noch nie von den seltenen Ziehwängen gehört? Ich dachte immer, das wären nur Legenden. Aber dass ich jemals selbst einen vor mir haben würde. Das. Wow. Mir ist kalt. Geronimo! 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 Danke. Und da ist der Ziehwagen zum Fallwagen geworden. So in etwa. Och nö. Der bewegt sich doch gleich und jagt mich wieder. Spaß. Das war gerade das Highlight. Springen und dann gehen. Oh. Was ist das? Ich bin erst gesprungen und dann gerannt, anstatt erst gerannt und dann gesprungen. So macht man das doch. Hat der Kerl halt noch nicht gehört. Der weiß halt nicht, wie man richtig läuft. Und springt. Ja, ja. Ich hab schöne Arme. Leute. Ich will ja nichts sagen, aber es hat ein weiteres Spiel auf die Liste geschafft, das ich kaputt gemacht habe. Ich kann nicht springen, ich kann mich nicht ducken, ich kann nicht gehen. Ich sollte mich wirklich als Spieltester anmelden. Jojo, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich möchte es auch nicht wissen. Oh Mann. Ich bin dieses Spiel gecrashe. Ich habe echt ein Talent dafür. Gib mir meine Decke. Bin jetzt Oma. Und nochmal. Alle guten Dinge sind drei, ne? Und überspringe ich halt nicht. Schenke mir so lange, was du trinken kannst. Papa? Papa, bist du's? Du bist aber steinig geworden, Papa. Kannst du dich bewegen? Bitte tu's nicht. Als Statue gefällst du mir viel besser. Und du bist so schön kalt. Mama sagt, endlich bist du mal steif. Sie hat sich schon gefragt, wie lange das dauern wird. Entschuldigung. Nein, erst laufen, dann springen. Es wird doch wieder eine Jump'n'Run-Action, oder? Hallo. It's Gilman.
Is he? God. I think he's still alive. I had no heart, bastard! Nun kommt es. I have to run. If he so much as touches me, I'll freeze to death. Los! Hey, wo kommst du her? Das ist Cheaten. Hey! Deine Geisterfreunde kannst du behalten. Will keiner. Wer sagt, das wird ein Schaffen lang? Return of Run. Again. Mio. Tschüss. Ich dachte, die kommen nur aus einem Tunnel. Habe ich falsch gedacht. Du bist gestorben. Zum 18. Mal. Ein sehr großer Fehler, das Spiel zu starten. Oh. Ich frage mich echt, wie so viele YouTuber sagen, boah, das Spiel ist so geil. Ich denke mir einfach nur, bitte. Bitte lass mich einfach zu Ende kommen. Ich flehe dich an. Aha, ausgesperrt. Ups, falsche Taste. Alles gut, Oki. Du hast es ja nicht gewusst. Ich wollte es auch spielen, weil es steht da drin. Das ist ein geiles Horrorgame. Ja, Kasu, das ist definitiv eine Foltermethode. Kannst du mir erzählen, was du willst? Miau. Ich wette mit dir, Junge, du bist mir nicht sicher. Also renn einfach. Renn, bis deine Lungen platzen. Kann mir jemand einen Flammenwerfer oder so geben? Der Kerl ist doch aus Eis. Und ich dachte, wir spielen Beast Inside und nicht Yuki Onna. Geh hinter den Metallplatten in Deckung, um dich vor dem Eis zu schützen. I need to be careful. Any of those blasts could freeze me to death. Is his weakness. If I can hit him there, it'll all be over. Help, help, help. Hello. Punkt.
dich drücken. Ah, hallo Zylindermann. I told you to get out! Es kitzelt mir. Eine Kerze.